Ja zu Wasser, nein zu Drogen, sagte nicht nur Hitradio Antenne-Moderator Uli Solf, sondern auch die über 500 Besucher des Cinemax und natürlich die Stars des Abends. Hallo Cinemax, seid ihr gut drauf? Denn AOK und Cinemax luden zum Happening Kunst und Musik gegen Drogen und Gewalt ab 9. Februar ein. Angefangen hatte alles mit dem Aufruf an Schüler, einen Kunstbeitrag zu leisten, der sich mit dem Thema Drogen und Gewalt auseinandersetzt. 30 Bewerbungen gingen ein und 15 Wettstreiter schafften es bis zum Podium. Die anderen blieben auf der Strecke. Nein, natürlich nicht bildlich gesprochen. Besser gesagt, 15 wurden durch eine Jury ausgewählt. Und dann jetzt hier auf der Bühne nochmal das Stück zum Besten zu geben. Crack, Kokain und Alkohol sind jetzt auch keine Lösung. Sie führen euch nur bis zur Verblödung. Rauchen ist nicht ohne, doch den Verkäufern interessiert es nur Bohnen. Hört lieber auf, denn ihr seid nicht ganz drauf auf dem Berg, den man die Vernunft nennt. In der Pause oder auch während im Saal geklampft, gerappt, gesungen oder gespielt wurde, konnte man sich an den Ständen der AOK, des Jugendamtes und der Polizei informieren. Am AOK-Stand gab's was Besonderes. Hier konnte man an einem Gewinnspiel teilnehmen. Es lockten unter anderem eine Reise für zwei Personen nach Soltau und ein ergonomischer Computerstuhl. Die Cornelius-Schule und der Club der Lebenshilfe sorgte zwischen den einzelnen Programmpunkten für Unterhaltung. Mit Kurzfassungen von Romy und Julia und der Westside-Story. Wir feiern auf Gewalt, trocken Thesen, das ist kalt. Also lasst unsere Message jetzt in eure Ohren. Bei 15 Wettstreitern war eigentlich alles dabei. Die Palette reichte von stimmlicher Perfektion bis hin zu parodistisch aufgestylten Texten. Sehr engagiert und natürlich mit eigenem Fanclub wirkten Daniela, Christian, Thomas und Manuela aus dem Friedengymnasium. Als Gruppe Nein Danke und ihrem Lied Deutschland bei Nacht zeichneten sie ein düsteres Bild von Hass, Gewalt und Toleranz. Das Ergebnis für diesen Beitrag, Platz 3. Hey du, hast du gewusst, dein Vater hat dir die Kindheit verschmutzt. Kristallklare Stimme und kolophoniumtropfende Gitarrenseiten werden ihren Weg gehen. Sie machten ihrem Namen alle Ehre, Platz 2 für Zweierlei. Beste Freunde, doch das ist jetzt vorbei. Denn du hast mich nur belogen mit deiner Dealerei. Drogen hier, Drogen da, den ganzen Tag. Du hast alles abgestritten, doch es ist alles wahr. Du brauchtest Hilfe, doch hast keine angenommen. Aber ich hab mir jetzt was Festes. Für andere heißt es vielleicht wie so ich. Aber für Jana und Susanne, 11 und 12 Jahre alt, hieß es: Warum nur du? Ist der Schmerz oder Trauer, die mich berührt? Warum nur du? Wieso ist das nur passiert? Warum nur du? Ist der Schmerz oder Trauer, die mich berührt? Warum nur du? Kein anderer, nur du. Die beiden Freundinnen aus der Sekundarschule am Rubinienweg, die eigentlich Drogensüchtige nur aus dem Fernsehen kennen, haben den Text selbst geschrieben und können sich nur zu gut vorstellen, wie schlimm es sein kann, den anderen zu verlieren. In ihrem Lied erzählen die beiden eine Geschichte von zwei Mädchen, deren Freundschaft durch Drogen zerstört wurde. Warum nur du? Ist es Schmerz oder Trauer, die mich berührt? Warum nur du? Wieso ist es nur passiert? Warum nur du? Ist es Schmerz oder Trauer, die mich berührt? Warum nur du? Kein anderer, nur du. Platz 1 für die zuckersüßen cool, Sweetie Girls. Also Kunst und Musik ist das Mittel zum Zweck heutzutage und kam dieses Mal der Drogenberatungsstelle in Halle zugute. D-Mark waren zusammengekommen und alle Gäste haben durch ihr Erscheinen und der Zahlung einer symbolischen Mark am Eingang ihren Beitrag geleistet und die Aktion unterstützt.
Stargast Ellie Ocean, die beim AOK Cinemax Happening mit ihrer neuen CD einen weiteren, aber indirekten Aufruf starteten, ließen ihre Aussage offen. Wenn man keine Genugtuung findet, dann wissen wir spätestens seit First Rap, dass Drogen keine Lösung sind. Aber die Antwort kennt man nur selbst am besten.